Für die Freundinnen Patricia und Paulina ist es ein großartiger Tag. US-Soldaten sind in der Stadt. Ein Foto nach dem anderen landet in der Bildergalerie. Die sehen so gut aus. In Polen ist die Begeisterung für die US-Armee grenzenlos. Berührungsängste gibt es nicht. Von klein auf heißt die Lektion, die USA sind unsere Schutzmacht gegen Russland. Vor allem nach dessen Vorgehen im Ukraine-Konflikt. Das gibt uns ein Sicherheitsgefühl, wenn die Amerikaner hier sind. Wir freuen uns. Ich weiß ja noch, als die Russen hier waren. Also da sind mir die Amerikaner lieber, auf jeden Fall. So werden die US-Soldaten im westpolnischen Jagan besonders euphorisch von der polnischen Regierung begrüßt. Heute ist ein großer Tag, auf dem wir auf polnischem Boden die amerikanischen Soldaten begrüßen dürfen. Ihre Repräsentanten gehören zur schönsten, stärksten und großartigsten Armee der Welt. Nach 9 Monaten werden die US-Soldaten komplett ausgetauscht. Denn es gibt eine Zusage gegenüber Russland, keine dauerhafte Stationierung von westlichen NATO-Truppen in Osteuropa. Und dennoch sprach Russland bereits von Bedrohung, doch Skepsis gibt es kaum mehr. Doch diese Polin fragt sich schon, ob Russland womöglich auch verstimmt sein könnte wegen der US-Soldaten in Polen. Vielleicht wird genau das gefährlich für uns. Und eine weitere Unwägbarkeit gibt es für die US-begeisterten Polen. Donald Trump, der künftige US-Präsident, gibt sich als Freund von Russland. Könnte ihm diese Beziehung wichtiger sein als das Sicherheitsinteresse von Polen? Er hat doch noch nicht angefangen. Bald klärt sich alles. Ich bin sicher, alles wird gut. Die Polen wollen weiterhin unerschütterlich dran glauben, dass die USA ihnen zur Seite stehen, egal wer Präsident ist.